Wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Dem Intro gerecht werdend, habe ich heute ein chinesisches Smartphone für euch, und zwar das Nubia Z40 Pro. Man kann gar nicht mal so genau sagen, dass es von ZTE ist, weil ZTE inzwischen nur noch knapp unter 50% von Nubia gehören. Ist also nicht wirklich eine 100%ige Tochter, sondern eine 49,8%ige Tochter, aber egal. Es ist ein Flaggschiff. Das merkt man an den Specs. Kann man importieren bei Train Chen Chen. Ist also im Moment auch nur als Import verfügbar. Bedeutet also, es ist die International, die natürlich wie immer mit dem einen oder anderen Nachteil behaftet ist. Dafür ist das Gerät für ein Flaggschiff aber ziemlich günstig. Dazu kommen wir gleich. Warum Flaggschiff? Nun, wir haben den Snapdragon 8 Generation 1. Das ist der leistungsstärkste SoC nach wie vor von Qualcomm. Außerdem haben wir natürlich ein 120 Hz AMOLED-Panel mit 1000 Nits maximaler Helligkeit, 10-Bit Farbtiefe und eine Auflösung von, habe ich nicht im Kopf, 2400x1080. Das Panel ist 6,67 Zoll in der Diagonale, aber es ist natürlich ein recht langgezogenes Display, das merken wir ja schon an der Auflösung, mit einem Displayverhältnis von 20 zu 9, also es ist nicht ganz so riesig, aber ihr werdet es ja gleich noch sehen. Wir haben eine maximale Helligkeit von 1000 Nits, das ist richtig gut, und HDR10 Plus Unterstützung, 144 Hertz steht hier. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das menschliche Auge zwischen 90 Hertz, 120, 144 da wirklich noch den großen Unterschied wirklich wahrnehmen kann, aber wir haben es. Also nimmt man es halt mit. Der Akku misst 5000 mAh, wird maximal 80 Watt kabellos geladen. Quatsch, Kabel gebunden, was erzähle ich denn da? Nur die Gravity-Version unterstützt noch Fast Magnetic Wireless Charging mit 15 Watt. Das erinnert ganz, ganz stark an Apple. Und bin ich also kein Freund von, wenn, dann soll man bitte mit dem Qi-Standard laden und nicht mit irgendeinem magnetischen Quatsch. Aber auf jeden Fall gibt es halt ein magnetisches, kabelloses Ladegerät, was das Ganze irgendwie ja nicht mal so ganz kabellos macht, oder? Ob ich hinten so ein magnetisches Ding dran ploppe oder ob ich unten eine Stecker reinmache auf USB-C, das ist ja nicht mal so ein großer Unterschied. Was ich bei kabellosen Laden wirklich bevorzuge, das ist so ein Stand, weil da stelle ich das Telefon die ganze Zeit rein, kann mir die Uhrzeit anzeigen lassen und es wird halt nebenbei geladen. Das finde ich geil. Aber wenn ich dann hinten irgendwas Magnetisches erstmal dran klippen muss, dann kann ich auch einen Stecker reinstecken. Ganz ehrlich, da bin ich nicht wirklich flexibel dabei. Ist hier aber auch der Special Edition in Gravity-Version vorbehalten. Die normale Version, die ich euch auch heute vorstelle, man sieht das gar nicht. Das ist gar nicht nur ein schwarzer Karton, sieht man erst im Gegenlicht. Da ist noch so eine schöne Spiegelung. Die unterstützt offensichtlich gar kein Wireless Charging. Und wir haben Probleme zumindest mit den Bändern. Es ist die International Version, gibt es eben nur als Import, gerade von Train Chen Chen. Verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung, denn das ist auch ein Testgerät von Train Chen Chen, das muss ich wieder zurückschicken. LTE, das ist leider nicht kommuniziert worden. Das steht auch bei Train Chen Chen direkt so da. Deshalb kann man das an der Stelle leider nicht sagen, ob LTE Band 20 unterstützt wird oder eben ob nicht. Das gleiche gilt nochmal für 5G. Laut GSM Arena gibt es kein LTE Band 20. Wir haben viele, nämlich Band 1, 3, 5, 7, 8, 4, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41. Es gibt viele Bänder, aber kein 20. Ist halt die International. Wir haben einen Rahmen aus Aluminium, wir haben ein Glasrücken, Glas vordere Seite. Es gibt 128 bis 512 GB UFS 3.1 Speicher. Wir haben 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher, DDR5. Nee, es gibt 16 GB maximal. Es gibt sogar ein Terabyte. Aber das kann man jetzt bei Train Chen Chen nicht bestellen. Aber das ist zumindest, was das Datenblatt angeht, hier das Maximum. Auch 16 GB Arbeitsspeicher und 1 Terabyte Festspeicher, das ist völlig sinnlos. Dürfte den wenigsten was bringen. Wir haben eine 64 Megapixel Hauptkamera mit 1,7er Blende, eine 8 Megapixel Tele und noch eine 50 Megapixel Ultra Wide mit 116 Grad. Namentlich ist die Hauptkamera eine IMX 787 und die Tele macht fünffachen optischen Zoom. Wow, fünffach ist heftig, vor allem bei den Preisen, zu denen kommen wir gleich. Konnektivitäten, ja, die Bänder, das ist ein bisschen ein Problem. Ansonsten ist natürlich alles dabei. Wir haben 4G, wir haben 5G, wir haben NFC, wir haben Wi-Fi AX, Dual Wi-Fi selbstverständlich, Bluetooth 5.2, also alles auf den aktuellen Stand. Das Display, ihr habt es auch schon mitbekommen, ist im Großen und Ganzen auf aktuellen Stand. Auflösung ist halt Full HD+. Gewicht ist etwas über 200 Gramm, die Angabe von 199 ist nicht ganz korrekt. Und eine Gerätestärke von etwas über 8,4 mm. Die haptischen Daten sind soweit in Ordnung. Es ist ja auch kein kleines Telefon. Die Frontkamera, die fehlt noch, löst mit 16 Megapixel auf, 2, 4, 5er Blende, ist nicht so geil. Unterstützt kein 4K-Video. Nun kommt der Knaller, nämlich die Preise. Es geht ab 597 € los und das ist für ein Flaggschiff natürlich ziemlich attraktiv. Es ist zwar nur als Import verfügbar und ihr habt eben hier ein bisschen die Einschränkungen, aber der Preis ist wirklich ziemlich krass. Die Gravity Edition, die ich vorhin angesprochen habe, die dann auch das Wireless Charging unterstützt, kostet 667. Es endet allerdings nicht mehr das Special Edition, es endet bei 707 € mit dem maximal hier verfügbaren Speicherausbau, 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Festspeicher. Aber ich muss sagen, der Speicherausbau, dieser immense Speicherausbau mit dem krassen Display, mit dem krassen Kamera-Setup und mit dem krassen SoC, 707 €.
Das ist schon heftig. Es sei allerdings gleich dazu gesagt, ja, die Preisgestaltung ist für das Datenblatt ziemlich attraktiv. Allerdings, wofür brauchen wir das? Ich will nicht diese gute alte, wofür sind die Flaggschiffe eigentlich noch da, Diskussion aufmachen. Stattdessen schauen wir uns heute einfach mal das Nubia Z40 im Kurztest an. Wird sicherlich spannend. Ich habe ja noch ein bisschen Zubehör dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jeder dazu bekommt, weil es ist extra verpackt. Ich habe hier ein 80 Watt Ladegerät, was ziemlich heftig ist, 80 Watt. Und ein Protection Case. Alles direkt Nubia Zubehör, war halt einfach mit dabei. Es ist einfach ein Paket hier von TrainChainChain. Sofern möglich, installiert natürlich TrainChainChain im Play Store. Das werden wir auch gleich sehen. Wir schauen uns erstmal hier noch den Packungsumfang an. Warum, warum ist das alles extra? Nun, hier ist tatsächlich sonst nichts dabei. Witzigerweise aber ein Protection Case. Okay. Naja. Stellen wir das mal nicht weiter in Frage. Und ein rotes USB-C-Kabel. Und das wäre das Phone. Das ist ganz schön eckig. So, ich habe gerade gebetet, dass es Sprit hat. Ja, der vorherige YouTuber hat offensichtlich das nicht sauber gemacht. MyOS. Okay. Und da sehen wir auch gleich mal die nicht wirklich üppige Sprachauswahl, die sich hier natürlich beschränkt auf Chinesisch, wahrscheinlich traditionell und vereinfacht, und Englisch. United States und United Kingdom, na danke. Es ist hier kein Deutsch verfügbar, müssen wir jetzt also erstmal mit leben, also nehmen wir Englisch. Und wir sehen jetzt schon mal einen sehr individualisierten Einrichtungsassistenten. Läuft hier natürlich auf Android 12 Basis. Warum kann ich jetzt hier nicht skippen? So, get started. Und aber kommt mir das nur so vor oder sieht das übel aus wie ein Samsung? Meins ist hier vielleicht ein bisschen breiter, also wir haben ja ein anderes Format, aber ansonsten, so von der Form her, sieht das irgendwie echt aus wie ein Samsung. Wir haben hier noch ein etwas optisch verlängertes Kameramodul, aber die Platzierung ist die gleiche und die Kameras sind auch alle untereinander platziert. Und vor allem haben wir auch selbst die periskopische Kamera als die letzte von den drei. Ja, die Hauptkamera ist hier optisch ein bisschen hervorgehoben, aber auch die Positionierung des LED-Flashs ist gleich. Also das finde ich schon ein bisschen mysteriös hier, die Designentscheidung von Nubia, sich doch hier irgendwie ziemlich krass an Samsung zu richten. Die Platzierung der Elemente sind zumindest auf der rechten Seite gleich, sogar beinahe auf gleicher Höhe. Ja, das Nubia ist ein bisschen kleiner. Ich habe ja auch hier Note 20 Ultra. Power-On-Taster, Lautstärke-Wippe sind auf jeden Fall gleich platziert. Die Kamera ist sogar auf gleicher Höhe. Beide Geräte haben so ein gekurftes Display. Dabei ist auch die Rückseite, also hier das Glas ist auch gekurft. Linke Seite auf beiden nichts und obere Seite, gut, haben wir den SIM-Schlitten. Ansonsten bei den Mikrofonen untere Seite haben wir natürlich bei den Nubia zufolge hier den SIM-Schlitten, USB-C mittig und dann Lautsprecher. Nur dass der bei den Nubia rechts ist und bei den Samsung ist er links. Aber jetzt hatte ich so beinahe verwechselt. Nein, links kommt das Nubia hin. Auch der Hintergrund irgendwie erinnert mich mega an Samsung. Ist das nicht ein Samsung-Wallpaper? Oder hat sich Samsung in den Verein eingekauft? Ich habe ja gesagt, dass ZTE seine Anteile reduziert hat. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade nochmal bei den Hintergründen geschaut, aber ich könnte schwören, das ist ein Hintergrund von einer älteren Galaxy S-Serie. Oder was meint ihr? Könnt ihr mir ja gar nicht mehr schreiben. Aber ich finde, das sieht hier einfach einem Samsung schon verdammt ähnlich. Aber mir ist schon bewusst, dass es heutzutage schwierig ist, so ein Gerät überhaupt noch individuell zu designen, weil die vordere Seite besteht nun mal fast ausschließlich aus Display. Wir haben ein gekurftes Panel, wie das heute bei allen Herstellern außer Apple Standard ist. Zumindest in dem Preisbereich. Ist gleiche Display-Technologie, ist es ähnlich kalibriert. Farbwiedergabe ist hier gut ausgeglichen, das heißt, es ist nicht so knallig, sind aber auf keinen Fall verwaschene Farben. Meine Güte, die Display-Schutzfolie hat mega gelitten. Super Blickwinkel stabil, ist halt einfach ein geiles Display. Und hier die 199 Gramm will ich jetzt doch mal direkt nachprüfen. Ich habe bloß gelesen, dass das wohl nicht so ganz stimmt, aber es wiegt sich auch recht schwer in der Hand. Und ich komme auf 204 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich wirklich 5 Gramm Unterschied in der Hand wiegen kann. Aber die Angabe stimmt ja auf jeden Fall nicht von Nubia. Die wollten wahrscheinlich knapp unter meiner 200 Gramm Grenze bleiben. Die haben wahrscheinlich meine Videos gesehen. Ja, hier haben wir dann eben was Nubia eigenes statt des Google Feeds. Google habe ich jetzt hier nicht drauf. Das Gerät wurde zurückgesetzt. Und ich hätte vorhin ja schon angedeutet, dass dabei auch die Google Apps gelöscht werden. Aber ich gehe davon aus, dass die ja easy nachinstallierbar sind. TrainChainChain schreibt auch klar, dass der Google Play Store vorinstalliert ist. Also wenn ihr das Gerät bestellt, falls das jemand bestellt, könnt ihr ja damit rechnen, dass die G-Apps hier dabei sind. Okay, About Phone, was können wir hier noch rausfinden? MyOS läuft hier auf Basis von Android 12 und wir sehen, hier wurde auch ziemlich viel verändert. Vor allem halt kosmetisch, sicherlich auch einige Tools und natürlich jede Menge Bloatware. Kids Zone, Baidu, Bilibili. Und da weiß ich nicht mehr, was das ist. Ich würde vermuten, im Browser. Hier ist auch eine Google Maps Alternative dabei. Das ist typisch für die chinesischen, also für die Internationals, dass da so viel Bloatware schon vorinstalliert ist. Kann man sich aber in der Regel auch alles runterschmeißen. Die sind noch Ordner, da ist noch mehr Krimskrams drin. AppDrawer haben wir nicht.
Mal schauen, ob wir uns den zurückholen können. So, scheint zu funktionieren. Ah, sehr gut. Und hier sogar nochmal die Möglichkeit, das Ganze alphabetisch zu sortieren. Hier kann man nochmal suchen. Also einen sehr komfortablen App-Drawer können wir uns hier zumindest zurückholen. Das ist doch geil. Runtergezogen, Schnelleinstellungen. Die populärsten sind oben als ganz große Buttons. Die kann man noch das Display hochballern. Wir sehen jetzt schon mal, dass es mega hell wird. Also auf jeden Fall wieder so hell, dass man sagt, mehr braucht man auf jeden Fall nicht in der Praxis. Gleiches gilt natürlich für die Performance. Also mit den Snapdragon 8 Generation 1. Da rechnet uns alles kurz und klein. Das, was heute möglich ist, das, was später möglich sein wird. Speicher genau das Gleiche, der ist super schnell. USB-C hier natürlich auf USB 3.0. Ladegeschwindigkeit 80 Watt. Ja, schade, dass es eben hier nicht das kabellose Laden möglich ist. Habe ich eigentlich die Sonderedition, die Gravity? Schwer zu sagen. Also meine Version hat auf jeden Fall 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher. Aber da ja alles auf Chinesisch abgedruckt wurde, weiß ich nicht, ob ich eventuell die Special Edition auch bekomme von Trade Shenzhen als Leihgerät. Auf jeden Fall habe ich hier so eine Art sandgestrahlte Rückseite. Zumindest sieht das schwer danach aus. Ist aber tatsächlich recht glatt, aber nicht so glatt, als dass ein das Gerät hier aus der Hand gleitet. Kameramodul finde ich im Übrigen hier von der Ausarbeitung recht dezent. Das haben wir schon wesentlich größer erlebt. Das Design, Freunde, wir haben einen rot markierten Power-On-Taster. Das macht das ganze Gerät hier eigentlich individuell. Ja, und die Kamera, die hier nochmal so einen roten Ring hat, das ist halt so ein Problem, nicht wahr? Das Note 20 Ultra ist jetzt auch schon ein bisschen älter und ich glaube, keiner würde sich finden, der sagt, oh ja, das Nubia, das ist definitiv von den Jahren 2022. Es sieht einfach geiler aus vom Design her. Da merkt man eine gewisse Entwicklung. Die Geräte unterscheiden sich weder im angeschalteten noch im ausgeschalteten Zustand jetzt wirklich krass voneinander. Nicht mal das Display-Body-Verhältnis wurde groß verbessert, weil das einfach mal fast auf Maximum ist. Selbst die Punch-Hole ist sogar kleiner bei meinem Samsung Galaxy Note 20 Ultra als bei den Nubia Z40 Pro. Man merkt eben, dass die jetzt technisch einfach mal so ziemlich am Limit sind, was das klassische Smartphone halt angeht. Schmeißen wir mal noch die Kamera an. Ja, why are you using? Ja, lass mich in Ruhe. Die ganzen Abfragen, die gehen mir nur noch auf die Ketten. Und was ist denn das? Ach so, ja, das liegt jetzt hier an dem Display. Wir haben hier einen Pro-Modus auf jeden Fall am Start. Da können wir sehr viel individualisieren. Foto, Video, Night, Portrait. Das sind so die ganzen Standardsachen. Beauty-Modus ist ja zuschaltbar. Würde ich aber niemandem empfehlen. Das ist ziemlich großer Blödsinn. Alles hier natürlich auf Englisch, aber ich denke mal, daran kann man sich zur Not auch gewöhnen. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Wir machen jetzt schon mal so einen ersten Videotest. Voreingestellt ist tatsächlich 1080p. Ich habe echt keine Ahnung, warum. Man nimmt ein Video auf und denkt, das sieht ja total räudig aus. Ich kaufe mir ein anderes Telefon. Aber man kann 4K und 8K sogar einstellen. 4K geht bis auf 60 FPS. Brauche ich aber nicht. Ich habe jetzt 4K 30 FPS einfach genommen. Die Dateien müssen nicht unnötig groß werden. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt so einen ersten Eindruck schon mal über die Kamera verschaffen. Zumindest über den Hauptsensor und natürlich auch über die Mikrofone. Je näher man rangeht, umso besser klingt das Ganze natürlich, aber das war jetzt zu viel Beauty, ich weiß. Ich werde später für das Review mal noch ein paar Außenaufnahmen nachliefern und vor allem, ich werde auch mal die anderen beiden Kameras noch ausprobieren. Aber bisher, wie sieht's aus? Ich denke mal, es passt, oder? Schön Video stabilisiert? Ja. Okay. Okay, jetzt habt ihr nochmal das Video gesehen und könnt euch da schon mal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Also für mich sieht das irgendwie, vor allem wegen dem Hintergrund, auch so ein bisschen aus wie ein Samsung-Abklatsch. Ich kann mir echt nicht helfen. Könnt mir mal schreiben, wie ihr das so bewertet. Ja, also für den Einstiegspreis hier von 600 €, muss ich sagen, bekommt man sehr, sehr viel geboten. Das Display ist schlichtweg auf Flaggschiff-Niveau. Von der Leistung her sind wir auf Flaggschiff-Niveau. Vom Speicher her sind wir auf Flaggschiff-Niveau. Und selbst die Kamera bewegt sich jetzt nochmal von der Ausstattung her auf jeden Fall auf Flaggschiff-Niveau. Weil wir haben die drei Kameras, die wir brauchen, die einen Hauptsensor, ja, den brauchen wir natürlich immer. Und wir haben Tele und wir haben Weitwinkel. Und damit sind wir halt, auch wenn wir einen gewissen fotografischen Anspruch haben, sind wir auf der sicheren Seite, weil wir einfach uns an jede Situation anpassen können. Egal, ob wir einen Raum fotografieren oder nicht. Von der Verarbeitung her gibt's absolut nichts zu meckern. Also es liegt gut in der Hand. Die Rückseite vermittelt ein echt nices, hochwertiges Feeling, muss ich sagen. Die Kamera ist nicht so extrem dominant. Also normalerweise stört mich die Kamera nicht, aber ich muss sagen, wenn das wirklich die obere Hälfte komplett einnimmt, dann ist es auch wohl ein bisschen too much. Also wer hier auf jeden Fall der Meinung ist, ein Flaggschiff haben zu müssen, der kommt hier mit dem Gerät ganz gut davon. Und es ist natürlich eins, was nicht unbedingt jeder hat, obwohl jeder wahrscheinlich glauben würde auf den ersten Blick, ey, der hat einen Samsung. Aber es ist ja auch eine Möglichkeit, ein bisschen zu flexen, weil für ein Samsung-Flaggschiff wäre das ja auf jeden Fall ziemlich günstig, oder was meint ihr? Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, vielleicht hat der eine oder andere
ja auch Erfahrungen mit Nubia und kann dazu ein bisschen was sagen. Ich weiß, dass die Marke auf jeden Fall ein relativ hohes Ansehen genießt. Ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr wollt. Ich habe PayPal für die Kaffeekasse, ich habe auch Patreon für die Kaffeekasse, dass die halt jeden Monat gefüllt wird, recht regelmäßig. Ihr könnt meine Kanalmitgliedschaft gerne abonnieren. Da sind noch ein paar dazugekommen letzten Monat. Das ist ganz, ganz erfreulich. Ich bin Richboy, Freunde, und ich muss mein Anwesen, was ich außerhalb von Halle für 26 Millionen jetzt erworben habe, kürzlich auch irgendwie pflegen. Das ganze Personal. Ihr glaubt gar nicht, was so eine große Villa mit so vielen Räumen, wie viel Personal das bindet. Das ist echt krass. Muss irgendwie bezahlt werden, dafür bin ich auf euch angewiesen. Und Kanal abonnieren, falls ihr neu hier seid. Ich habe noch einen dritten Kanal drüben auf der anderen Plattform, da hinten. Odyssee, da kommen auch nur politische Inhalte, gerade aktuell aber auch ziemlich wichtig. Alles unten in der Videobeschreibung. Einfach gucken. Ansonsten Kommentare schreiben für den Algorithmus und liken. Bis dahin. Ciao.